Es wird ein Dreiergipfel heute in der westukrainischen Stadt Lviv. Dort empfängt Präsident Zelensky, UN-Generalsekretär Guterres und den türkischen Präsidenten Erdogan. Ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs dürfte es auch darum gehen, die Chancen für Gespräche über eine diplomatische Lösung auszuloten. Guterres und Erdogan haben ja bereits einen Erfolg vorzuweisen. Unter ihrer Vermittlung kam eine Vereinbarung zustande, die Getreideexporte aus ukrainischen Häfen wieder möglich macht. Abflug zu einem Treffen, auf dem neue diplomatische Wege beraten werden sollen. Der türkische Staatschef Erdogan will sich in der westukrainischen Stadt Lviv mit UN-Generalsekretär Guterres und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen. Auch das Atomkraftwerk in Saporischschja dürfte Gesprächsthema sein. Der ukrainische Präsident Zelensky hat im Vorfeld des Treffens einen sofortigen Abzug der russischen Truppen aus dem AKW gefordert. Dies sollte ohne jegliche Bedingungen und so schnell wie möglich geschehen. Die Ukraine ist bereit, eine ordnungsgemäße Kontrolle durch die Atomenergiebehörde zu gewährleisten. Die Mission kann auf legale Weise sehr schnell in das Kraftwerk Saporischschja entsandt werden. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, das Atomkraftwerk in Saporischschja zu beschießen. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht heute diese Bilder und lässt verlauten, die Ukraine plane anlässlich des Treffens in Lviv neue Aktionen am AKW, ohne Details zu nennen. Das Kiewer Regime bereitet während des Besuchs von UN-Generalsekretär Guterres in der Ukraine eine lautstarke Provokation im Kernkraftwerk Saporischschja vor. Als Ergebnis soll die Russische Föderation für eine technische Katastrophe im Kraftwerk beschuldigt werden. Belege für diese Vorwürfe liefert die russische Seite nicht. Währenddessen gab es Raketenangriffe auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw im Osten des Landes. Dabei soll nach Angaben der örtlichen Behörden ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen sein. Mindestens 6 Menschen sollen getötet worden sein. Paul Pieters in Kiew. Heute treffen also Erdogan und Guterres auf den ukrainischen Präsidenten. Welche Erwartungen hat er dieser denn? Offenbar kleinere, als sie der türkische Präsident Erdogan schüren lässt. Sowohl Zelensky als auch die Vereinten Nationen haben eher Gespräche über Details, über besonders wichtige Themen, aber Details angekündigt, wie das Atomkraftwerk Saporischschja oder die Aufklärung von Kriegsverbrechen. Sie sprechen mit Absicht nicht von der großen diplomatischen Friedenslösung, die die türkische Seite ins Spiel gebracht hat. Denn dafür sitzt ja auch einfach Russland gar nicht am Tisch in Lviv. Deshalb gibt es da eher Zurückhaltung. Vermittlung ist nicht unmöglich in diesem Konflikt. Das hat ja die Einigung über Getreideexporte gezeigt. Ist Ähnliches bei diesen Gesprächen denkbar? Ja, denkbar ist das schon, denn es ist ja beim Getreide gut gegangen. Allerdings ist dieses Abkommen nur nach längerer Verhandlung möglich geworden, nicht nach einem einzelnen Treffen so wie heute. Und das Ganze war auch nur deshalb möglich, weil beide Vertragsparteien nicht miteinander einen Vertrag geschlossen haben. Dafür fehlt einfach gerade das Vertrauen, sondern jeweils mit der Türkei und den Vereinten Nationen. Nach diesem Beispiel könnte das aber auch bei anderen Themen gelingen. Paul Pieters damit. Vielen Dank.